Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Börse at Home mit einem Thema, das uns jetzt sehr am Herzen lag, weil wir uns in einer ganz extrem besonderen Marktphase befinden. Also insgesamt wir hier uns in einer besonderen Situation befinden, aber das betrifft natürlich auch die Wertpapiermärkte. Und das beinhaltet Schwankungen, wie wir sie eigentlich sonst nicht so sehen. Und das erwischt insbesondere trading-affine Anlegerinnen und Anleger unter Ihnen auch gerne auf dem falschen Fuß und bedeutet puren Stress. Und deswegen haben wir Christian gebeten, Christian Schlegel, dass er uns heute seine Zeit und seine Expertise widmet und ein bisschen was erklärt, wie Sie mit solchen Situationen umgehen können. Und das ist sehr schön, dass er da ist und Sie können mir über Fragen stellen. Sie sehen rechts unten das Panel. Dann werden wir die Frage, ich gebe die Fragen dann an Christian weiter und übergebe hiermit an Christian. Wunderbar, guten Morgen, Edda. Danke, dass ich dabei sein darf. Hallo, liebe Zuhörer. Freut mich immer, war schon eine Zeit lang her. Ich schalte auch gleich mein Video ab. Ich möchte euch zwei Dinge erklären, was passiert, weil wir haben momentan hier die Modeerscheinung, dass manche Werte über Nacht 10, 20, 30% verlieren oder gewinnen oder dass auch Werte während des Tages ziemlich heftig abgestraft werden. Ich mache jetzt mal dieses Bild hier weg und zwar möchte ich das, ich mache mich auch mal weg, weil mich muss man ja nicht sehen. Ich möchte das an zwei Beispielen darlegen. Das eine ist ein Kurssturz über Nacht von 25% und wir haben das in letzter Zeit gehabt bei Facebook, Netflix, Peloton, wie sie alle heißen. Aber da wir in Deutschland sind, wollte ich das mal festmachen, nicht an sowas wie TeamViewer, sondern das ist SAP. Vielleicht könnt ihr euch doch daran erinnern, das war also seinerzeit hier im, was war denn das, September, nee, Oktober 2020. Man kommt morgens rein und dann ist der Kurs am nächsten Tag 25% tiefer. Und das ist so eine Geschichte, da muss man sich überlegen, was man macht, weil das ist Stress pur. Stress pur für all die, die hier oben irgendwo gekauft haben, mit der Hoffnung, dass der Wert hier drüber hinausgeht. Also, wir sehen uns mit folgender Situation hier konfrontiert. Die SAP fallen über Nacht. Die Nachrichten damals waren eigentlich gar nicht so schlimm. Die haben halt nur gesagt, naja, also wir wissen jetzt nicht, coronamäßig, wie geht das weiter? Wir können keine genaue Prognose abgeben. Zack. Da fingen sie morgens um 8 Uhr an, ich meine bei 105. Und das ist jetzt der Kurs ab 9 Uhr, da waren sie bei 100, gingen dann noch mal ein bisschen hoch auf 107 und verließen den Tag mit, ich glaube, es war 97, 20 oder sowas. So, was kann ich tun mit solchen Dingern? Die erste Möglichkeit ist natürlich, die Aktie direkt zu verkaufen, Position klarzustellen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ihrem Wortschatz über Fäkalausdrücke dann noch einige Facetten hinzugefügt werden. Ich selbst, kann auf 17 Sprachen fluchen und sehr schön ist dabei Finnisch, weil es ist sehr prägnant. Da wird sich auf jeden Fall dieses Vokabular, der Wortschatz, der wird sich erhöhen. Es ist einfach blöd gelaufen. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht noch an dem Tag hier gekauft hat, vielleicht noch zum Schlusskurs. Einfach nur blöd. Aber es passiert halt momentan. Die zweite Möglichkeit ist, man macht gar nichts. Man hält die Aktie. Das kann man machen. Oftmals geht es gut, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt. Aber ich erinnere an solche Geschichten wie zum Beispiel Wirecard. Ich erinnere aber auch an sowas wie Deutsche Telekom. Die waren, ich meine, zwar 1996 oder 97, 103,70 € im Höchstkurs. Dieses Buy and Hold, das ist dann eine Geschichte, oftmals, wenn man schief liegt, wird man dann zum Investor. Dann verliebt man sich in die Aktie und dann hält man die ganz lange. Das kann gut gehen, aber das ist mit Vorsicht zu genießen. So, und jetzt kommt das, wo ich sowas Edukatives hier reinbringen will, ein Zukauf. Grundsätzlich müssen wir von einem ausgehen, was passiert hier an dem Tag, wenn wir da 25% runter sind? Da sind also ganz viele verschiedene Leute drinnen, die erstmal die gar nichts haben. Die werden konfrontiert mit einem Kurs, der deutlich billiger ist. Die wenigsten werden short sein, die meisten long. Sei das über ETFs, sei das über Optionen, sei das über die Aktie, wie auch immer. Und dann haben wir natürlich auch noch die Emittenten. Wir haben einen sehr gut funktionierenden Optionsmarkt in Deutschland. Und die Emittenten, die finden das gar nicht witzig, wenn das über Nacht hier so runtergeht. Weil ihr habt dann vielleicht K.O.-Scheine oder Zertifikate gekauft mit der Basis 120, 115, 110, 105, irgendwo da. Und die sind alle über Nacht gestorben. Und das sind dann zweifelsfall viele, aber der Emittent sitzt noch auf seinem Hedge. Das heißt, er hat die Aktie noch. Solche Bewegungen hier führen nur in den seltensten Fällen zu einer prompten Gegenkorrektur. Ganz, ganz selten. Und was ich dann in so einem Fall mache, ich schaue mir den Chart an. Ich hole das hier mal ein bisschen näher ran. Ich versuche so viel wie möglich aus dem Chart rauszuholen. Gucken. Ich habe also von hier hinten, ich bin ganz tief runtergegangen.
Ich habe mir einfach mal die Fibonaccis eingelegt. Wo sind wir denn jetzt hier? Das sind also diese vier Linien hier. Wo sind wir denn da jetzt? Beziehungsweise hier ist noch die fünfte. Ich schaue auf den Chart und sage, okay, wo ist eine Unterstützung? Hier ist eine, war ein Doppelboden, das war so bei 84. Hier ist nochmal eine bei 82. Ich muss den Chart mir darstellen. Ich muss wissen, was da los ist. Und dann gehe ich nach meinem Fünf-Punkte-Plan vor. Ich mache den hier mal rein, könnt euch gerne einen Screenshot machen. Ich glaube, es ist groß genug. Die Trenderkennung kann ich in diesem Fall erstmal vergessen, weil der Trend ist jetzt kurzfristig natürlich komplett gebrochen. Da ist nichts Seitwärtsmäßiges, der ist negativ. Aber ich schaue auf die Bollinger-Bänder, ich schaue auf die Chartformation, die haben wir hier, ja, diese Punkte. Ich schaue auf die Trendfolge und den Oszillator. Ich mache das mal im Hintergrund, mache es ab und zu wieder auf. An diesem Tag gingen also die SAP deutlich runter. Schaut mal, was die Bänder machen. Die gehen ganz heftig nach oben und nach unten auf. Und wir sind weit außerhalb des unteren Bandes. Die Technik dreht nach unten. Das ist hier die Trendfolge, wie ich sie benutze, das MACD mit seiner Originalgrundeinstellung 12, 26, 9. Ich schaue aber auch hier auf die Stochastik. Die Stochastik ist im deutlich überverkauft Bereich. Da ist also kein Grund, um irgendeinen Zukauf, und um den geht es jetzt hier, zu machen. Null. Gucken wir den nächsten Tag. Wir haben ja so einen Tageschart. Eine Kerze, ein Tag. Die Bänder gehen weiter auf. Wir handeln immer noch deutlich unter dem unteren Band. Die Technik wird weiter schlecht. Warum ist es so? Hier gibt es dann verschiedene Leute, wir nennen die schwachen Hände, die sich dann sagen, oh, die SAP sind 25% tiefer, ich habe keine, ich kaufe mal welche. Die gehen bestimmt mal wieder irgendwie hoch. Das tun sie auch bestimmt. Die Frage ist nur, wann? Und wenn die das mit 100 kaufen und drehen sich rum und der Kurs ist 96,5, dann werden diese schwachen Hände auch nervös und verkaufen wieder. Die Frage ist also, hat der Emittent oder die Emittenten haben die ihren Hedgefonds aufgelöst? Was machen die schwachen Hände? Und es gibt halt auch Leute, die sehr schnell dann schon zu einem Bestand zukaufen. Und darum geht es mir jetzt da echt ein bisschen aufpassen. Am nächsten Tag geht der Kurs weiter runter. Schaut auf die Bänder. Sie gehen weiter auseinander, nach oben und nach unten. Die Technik weiter negativ. Auch hier über den Oszillator sehr negativ. Trendfolge lasse ich raus, bleibt negativ. Es gibt also keinen Grund, den Wert zu kaufen. Das Einzige, was ich sehe, und da stelle ich mir einen Alarm ein, wir sind hier in einer Unterstützung. Nächster Tag, da kommt eine erste kleine Kerze. Hurra! Aber am oberen Band, beziehungsweise an den Bändern, passiert gar nichts. Wir touchieren jetzt mal das untere, aber das ist auch alles. Das ist kein Kaufsignal. Technik weiter negativ. Stochastik weiter negativ. Nächster Tag, wieder runter. Wir sind zwar jetzt in den Bändern drin, das Einzige, was mir auffällt, ist, das obere kippt jetzt so ein bisschen leicht ab. Es ist nicht mehr so steil wie hier. Das ist wichtig. Ich halte das für super wichtig. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Jetzt fällt mir auf, aha, der Trendfolger, das ist dieses Histogramm hier. Guckt bitte nicht auf diese Linien. Das ist das Histogramm hier, bildet drei in etwa gleiche Histogrammkörper, Balken. Stochastik macht noch nichts. Es ist immer noch zu früh zu kaufen. Nächster Tag geht er weiter runter auf 90, nähert sich dieser Unterstützung. Das ist der Moment, wo ich mir hier auf jeden Fall schon K.O.-Zertifikate raussuche, um zu gucken, was mache ich da? Ja, kann ich die dann kaufen? Ich will die Kennung mal schon haben, dass ich schnell bin. Das obere Band flacht weiter ab. Das finde ich, macht mich sehr aufmerksam. Hier wird ein Balken vom Histogramm kleiner. Gefällt mir gut. Stochastik macht noch gar nichts. Jetzt kommt's. Auf einmal kommt eine Gegenbewegung. Und der Vorteil und das Schöne an dieser Gegenbewegung und auf das will ich euch hinweisen, das ist was ganz anderes als diese Geschichte hier. Der macht einfach mal so einen kleinen Körper da hoch. Aber diese Kerze hier, an diesem Tag, die vernascht mit einer Kursbewegung, also sprich mit einem Kurstag, eins, zwei, drei weitere Kerzen. Das ist eine beginnende Gegenbewegung. Das wird bestätigt dadurch, dass sich das obere Band jetzt komplett einknickt. Dass der Bewegung abwärts entgegengesetzte Band, das obere, knickt ein. Das ist für mich ein Zeichen, dass dieser Impuls, dieses Momentum, diese Akzeleration ein Ende findet. Das heißt nicht, dass wir jetzt gleich auf 120 gehen, aber es sollte nicht weiter fallen. Wer Short ist und das Glück hatte, dabei zu sein, sollte jetzt zusehen, dass er mal seinen Short zumacht, weil ich gehe davon aus, dass jetzt hier eine Bodenbildung findet. Ich habe nach wie vor Scheine hierfür herausgefunden. Hier geht es weiter. Das MACD, lang, kurz, kurz. Das ist für mich positiv. Wenn man bei mir in Seminaren war, oder schaut ab und zu meine YouTube-Filme, der wird es immer wieder hören. Lang, kurz, kurz. Das ist positiv.
Hier drehen wir noch nicht richtig, aber er ist auch ordentlich vertroschen worden. Ein Oszillator ist mit so einer Bewegung völlig überfordert. Ja, der braucht dann ein bisschen, um Gegenzug zu machen. Jetzt kommt der nächste Tag. Ja, also das hier ist das Kaufsignal, das will ich ganz klar sagen. Das ist das Kaufsignal für einen Zukauf. Der nächste Tag geht weiter hoch. Sehr schön. Ich habe nicht mehr diesen ganzen Verlust hier bis hier runter, sondern immerhin schon etwas weniger. MACD positiv, Stochastik dreht leicht hoch, das Band dreht weiter ein. Das ist also der Moment gewesen, wo man hätte zukaufen können. Ich gehe mal auf den nächsten Tag, dann gehen sie sogar noch weiter hoch. Das ist also der Moment, dass überall hier, auch wenn es vermeintlich günstig ist, oh, die sind 20 Euro tiefer, ich kaufe mal was dazu. Das endet ganz oft in Dramen. Die erste Regel ist eine Position, die... Oder eine wichtige Regel ist, eine Position, die ihr habt, sollte nie so groß sein, dass sie euch in irgendwelche emotionalen Schwierigkeiten bringt. Das darf nicht sein. Ich bin bestimmt kein Verfechter, der sagt, bitte nur 1% des Depots in einem Wert. Um Gottes Willen, ich bin da also meistens auch, oder oftmals auch mit 10, 15, 20% irgendwo drin. Aber dann habe ich das hier beachtet, weil das ist einfach wichtig. Hier hat jetzt eine Bodenbildung stattgefunden. Jetzt drehe ich das hier einfach mal so ein bisschen hoch, dass ihr seht, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Also derjenige, der hier oben gekauft hat, hat immer noch seinen Verlust. Ja, die Aktie ist so ganz grob bei 102, hier sind wir 125. Also sagen wir mal, wir sind bei 25 Euro minus. Ziemlich böse Geschichte. Und jetzt kommt das, was ich sage, wo ihr eine Position reparieren könnt, wo ihr die optimieren könnt. Und dafür habe ich diesen Freund hier eingebaut. Ich nenne das, oder wie man das heißt so, das nennt sich Fence Position, also wie ein Zaun. In dem Moment, in dem ich reinkomme und der Wert ist von hier darunter gefallen, ist das Erste, mache ich, sobald die Börse aufhat, sobald ich Optionen kaufen kann, hole ich mir eine Put-Option. Ihr habt jetzt drei Möglichkeiten dafür. Ihr seid bei der Eurex angeschlossen, beziehungsweise könnt ihr bei euren Broker bei der Eurex handeln. Ich glaube mal, das sind hier die wenigsten. Dann könnt ihr normale Optionsscheine machen. Da kauft ihr einen Put hier irgendwo mit der Basis 120, 125. Oder ihr könnt K.O.-Scheine machen. Es wird K.O.-Scheine geben hier mit der Basis 125, 126, 127. Und das ist das, was ich mache, weil das ist das Einfachste, auch jetzt, um euch das zu erklären. Ich kaufe sofort einen Put. Das heißt, ich logge diesen Verlust hier erstmal ein. Das sind ganz grob 25 Euro. Der Hintergrund ist der, hier findet ein Blutbad statt. Endanleger gegen kurzfristige Investoren, gegen Zocker. Ich habe keine Ahnung, ob der Wert 5 Euro hochgeht oder 5 Euro runter. Aber ich weiß, hier prügeln sie sich. Ich will bei dieser Prügelei nicht dabei sein. Ich halte mich da mal schön zurück. Deswegen logge ich das erstmal ein. Warte, ich kaufe also meinetwegen, ich habe 100 Aktien long, dann kaufe ich den Gegenwert von 100 Puts, hier mit Basis 125 ungefähr. Habe diese 25 Euro eingeloggt, erstmal. Kann aber auch jetzt mal rausgehen, kann mich davon verabschieden, kann mir in aller Ruhe überlegen, was mache ich. Kann warten, bis genau das hier passiert. Diese Kerze hier, die 1, 2, 3 vorangegangene Kerzen vernascht. Das ist das Signal. In diesem Moment löse ich den Put auf. Der Put, wenn die Aktie natürlich, also wenn ich jetzt hier habe und die Aktie fällt 5 Euro, dann verliert zwar die Aktie, aber der Put verdient das gleiche Geld. Deswegen sage ich eingeloggt, Fence Position. Und dann, wenn ich das hier habe, dieses Kaufsignal, löse ich den Put aus und habe die Aktie wieder frei, ganz alleine, als solitär da stehen. Habe sie einstehen mit irgendwo 125 oder was auch immer. Habe in dem Moment meinen Verlust realisiert. Aber dadurch, dass ich dann einfach nur die Aktie habe, habe ich ungefähr 7 Euro plus und statt 25 Euro minus, habe ich hier noch 18 Euro minus. Der das nicht gemacht hat, der hat die Aktie hier 25 Euro bis hierhin runtergenommen und hier liegt er dann sogar schon 35 hinten. Der liegt aber mit Mühe und Not bei 25 wieder. Während ich das ausgenutzt habe, das gesehen habe, okay, ich habe das eingeloggt, ich habe die Fence Position gemacht, ich habe Puts gekauft, gehe dann hier runter, löse ihn hier auf, den Put, und lasse die Aktie dann laufen, der Hoffnung einer Gegenbewegung. Diese Gegenbewegungen laufen ganz, ganz oft bis zur 20-Tage-Linie. Ich weiß aber nicht, ob hier oben oder da oder da oder da. Aber die ist dann hier erstmal fertig. Aber ich habe durch diese Art der Fence Position, der Absicherung, des Einloggens, des Verlustes, habe ich erstmal jetzt hier 7 Euro wieder gut machen können. Und im Gegensatz zu dem, der 25 Euro, sogar an der Spitze bis 35 Euro verloren hat und nervös wurde und ich weiß, was er machen soll, habe ich hier den Verlust reduziert.
bei so einer Geschichte hier, da wieder ins Plus zu kommen, das dauert, ich zeige es euch hier bei SAP, das dauert über ein halbes Jahr. Das hat 8 Monate gedauert, bis ich wieder einigermaßen hier im Anstieg war. Es spricht nichts dagegen, die Position laufen zu lassen, aber nochmals möchte ich darauf hinweisen, wir haben dann sowas wie Wirecard oder wir hatten auch Telekom oder auch die Banken in den letzten Jahren. Es gibt eine zweite Möglichkeit, die ich machen kann, wenn ich den Freund jetzt hier mal wegmache und sage, komm weg, da, und sage, ich habe die Aktie und ich warte, ich mache erstmal gar nichts, ich warte auf so ein Signal hier. Ich habe mir vorher diese Linien hier gezogen. Das sind für mich wichtige Chart-Unterstützung. Und wenn ich das habe, dann kann ich sagen, okay, ich nehme vielleicht einen 80er-Call. Ich muss nämlich dann gleich die Aktie dazu kaufen für teuer Geld für 90 Euro oder 95 Euro. Ich kann mir auch eine Option dazu kaufen. Die Option bindet mich an weniger Geld und ich kann mir da halt noch, auch noch den Hebel reinkaufen. Vielleicht kaufe ich hier eine, also 1:1, sodass ich hier die doppelte Position habe oder 2:1. Für eine 80er-Option würde ich bei 93 ungefähr aufwenden 13,50 Euro. Das ist die nächste Möglichkeit. Die Bedingung, die Conditio sine qua non, ist aber, dass der Stopp sofort für diese Derivate-Position hier 2% mindestens drunter liegt. Das heißt, bei 88 muss die Option raus. Aber dann hat sie nur noch 5 Euro gekostet. Aber das ist halt eine Möglichkeit, wie ich das relativ schnell machen kann, dass ich also diesen ganzen Verlust wieder reinhole und nicht ein Dreivierteljahr oder was auch immer warten muss, weil das ist nämlich oftmals der Fall bei diesen Geschichten. Bei manchen, wie jetzt zum Beispiel Facebook oder Netflix oder Peloton oder wie sie alle heißen, die jetzt ganz heftig verloren haben, wage ich aus momentaner Sicht sogar zu bezweifeln, dass man das innerhalb des nächsten Jahres wieder sieht. Dafür ist das Umfeld einfach nicht gut genug. So, das wäre jetzt der Punkt SAP, sprich eine Bewegung, eine heftige Bewegung über Nacht. Denn das Schlimmste ist, wenn ihr hier was gekauft habt auch, und macht hier den Stopp rein, der wird hier unten ausgeführt. Das ist also Höchststrafe. Deswegen, ich gucke jetzt mal, ob hier irgendwelche Fragen sind. Fragen. Ja, eine Frage, eine rein ganz praktische Frage, zeitlich. Wie bereitest du das vor? Also du hast eine Ahnung und das ist ja jetzt eine Übernacht geschehen. Das heißt, und du nutzt dann die Nacht, um dir die passenden Scheine rauszusuchen, oder? Na gut, ich weiß ja in der Nacht nicht, was hier passiert. Das weiß ich ja erst am nächsten Morgen. Und in dem Moment, in dem hier sowas reinkommt, -25%, dann mache ich halt diese ganzen Chartgeschichten hier, dass ich die Fibos anlege, dass ich die Unterstützung anlege und dann suche ich mir auf jeden Fall schon Scheine raus. Es ist jedem selbst überlassen, ob er dann einen K.O.-Schein nimmt, beispielsweise, der eine Laufzeit hat, also bis zum, was weiß ich, 30.06. oder sowas, oder einen Open-End-Schein. Das überlasse ich jedem selbst. Ich nehme in diesem Fall meistens einen Schein, der so ein halbes Jahr Laufzeit hat, weil ich einfach nicht weiß, wie lange dauert das. In diesem Fall ist es nicht und ich verliere nicht viel von diesem Theta. Es gibt in dem Zusammenhang, ich glaube, damit habe ich es beantwortet, Edda. Ja, hast du, ja. Diese Geschichte wollte ich euch noch zeigen hier. Ich weiß leider nicht, von wem ich das habe. Sonst würde ich sehr gerne Quellenangabe machen. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Irgendwann hatte ich es. Macht euch davon bitte mal einen Screenshot. Weil das ist so eine Geschichte, wenn ihr zum Beispiel jetzt vor 2 Wochen, als ich zumindest das, der Ton in dieser Ukraine-Geschichte verschärft hat, wo ihr sagen könnt, okay, ihr rechnet mit einer steigenden Volatilität, dann könnt ihr diese Strategien hier machen. Wenn ihr, wovon ich jetzt ausgehe, dass das also noch nicht jetzt, aber wahrscheinlich Ende der Woche sollte die Volatilität beginnen zu sinken, könnt ihr diese Strategien machen. Da müsst ihr das jetzt einzeln zu erklären, das kann ich jetzt hier nicht, aber das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Nochmal, ich würde sehr gerne die Quelle angeben, ich habe sie leider nicht, aber macht euch hiervon einen Screenshot. So, haben wir das. Dann nehmen wir den raus. So, dann würde ich, wenn ich sehe hier die Fragen nicht, aber gut, das macht ja nichts. Ja, es gibt auch im Moment keine, die eine haben wir ja beantwortet. Sehr gut. Dann würde ich nämlich mit euch zu einer Geschichte gehen, wo ein Kursverfall während des Tages stattfindet. Das war nämlich auch super gruselig neulich und das mache ich an Delivery Hero fest. So, Delivery Hero hat Zahlen geliefert, die waren jetzt nicht so prickelnd, der Ausblick war auch nicht so toll und die Aktie ging während des Tages deutlich runter. Jetzt müssen wir schauen, ich habe das aber gespeichert. Hier. So, grundsätzlich, das ist das Erste, wenn ihr mit Stops arbeitet, muss der Stopp hier unten drunter liegen. Er muss hier auch 2%, das ist so ein Wert, den ich für mich rausgefunden habe.
sollte der immer unter dem letzten Verlaufstief liegen. Das war hier. Ich mache es mal größer. Das war hier. Und da habt ihr in diesem Fall Glück. Es ist keine Übernachtposition, sondern es ist eine während des Tagesposition. Ihr werdet dann irgendwo hier gestoppt. So bei 60, 61 werdet ihr gestoppt. Dann ist es blöd gelaufen. Aber ihr seid nicht ganz so frustriert wie seinerzeit mit den SAP. Auch hier, wenn das dann irgendwann kommt, ich habe immer irgendwelche Linien im Chart drin, um zu wissen, wo ist denn das, da sind Alarme eingestellt. Ja. Der Wert geht weiter runter. Also entweder ist der Stopp ausgeführt oder ihr habt die Aktie und glaubt an sie. Gut, Delivery Hero kann man mögen oder nicht, ich halte mich da jetzt mal völlig raus. Aber wenn man sie hält oder ist mal eine halbe Stunde draußen, bringt das Kind zum Kindergarten, geht zum Zahnarzt, geht einkaufen, kommt wieder und steht dann hier. Autsch, oder da. Die waren zur Mittagszeit, waren sie, glaube ich, um die 52,5. Das war so um 12.30 Uhr rum. Kommt ihr hier rein, was ist denn hier los? Wer verkauft denn da alles und so weiter? Ein großer Unterschied ist zwischen dieser Bewegung hier und der eben vorgestellten SAP. Die Emittenten können hier relativ bequem ihre Hedges auflösen. Da wird eine Basis nach der anderen, dieser Schein und dieser Schein und dieser Schein aufgelöst und die verkaufen dementsprechend den Hedge. Das ist was ganz anderes als die große Kurslücke des Gap, was wir hatten bei SAP. Ich möchte nicht sagen, das ist gemütlicher, aber es ist nicht ganz so brutal. Sagen wir es mal so. Aber man weiß, okay, ich schaue zum Beispiel bei solchen Bewegungen immer sehr gern, wie viele Scheine gibt es denn? Und dann gucke ich immer so irgendwo zwischen 30 und 60, wie viele Scheine gibt es denn? Und da steht eine Zahl da, das ist dann vielleicht 1000 oder so. Und dann versuche ich das ein bisschen einzukreisen. Okay, von 60 bis 55, was passiert da? Ich mache das recht gern. Wenn jetzt dieser Wert hier weiter runtergegangen ist, dann gucke ich auch hier, wo sind Supports? Ich habe es hier reingeschrieben, Supports von der Aktie, das ist was der 4-Stunden-Chart, ich gehe mal auf den Tageschart. So, wo ist der Support? Dann haben wir hier nur einen, der ist aus 2019 und einer bei 2020. Der wird aber hier auch nochmal bestätigt. Das ist ein schöner Support gewesen, um die 50. Und als nächsten habe ich den hier, der liegt bei 38. Der kommt aus dem Oktober 2019. Das habe ich mir jetzt eingezeichnet. So, jetzt sind wir hier wieder erstmal beim Tageschart grundsätzlich. Das war also für einen DAX-Wert eine erstaunlich große Tagesbewegung. Das muss ich schon sagen. Aber es ist ja einer der jüngsten DAX-Werte. Ja, der hat nicht so viel Free Float, aber der war auch in seinem höchsten Punkt bei 120, ich glaube 35 Milliarden Euro wert. Das ist eine Menge los. Also nochmal, entweder der Stopp wurde ausgeführt, dann seid ihr froh. Oder ihr haltet die Aktie ohne Veränderung. Ja, irgendwann wird das wieder kommen. Kann ich mir gut vorstellen, dass die irgendwann wieder kommen, ja? Aber davon gehen wir jetzt hier mal nicht aus. Ich kann die Aktie auch hier irgendwo verkaufen. Ja? Werde ich, also ohne Stopp, denn der ist nicht gerissen worden, den haben wir nicht reingelegt, kann sie irgendwann verkaufen und sagen, das war ja sowas Blödes. Also auch hier wird euer Facettenreichtum am Wortschatz an Fäkalausdrücken deutlich steigen. Oder ich kaufe wieder zu. Das ist ganz schwierig hier. Weil das ist das, was ich dann immer wieder höre, ach, die sind jetzt 30% gefallen, das gibt es doch gar nicht, die müssen doch mal irgendwann, die Aktie muss gar nichts. Der Markt hat immer recht und im Zweifelfall ihr nicht. Und vor dem Hintergrund ist jetzt die Frage, kauft man hier irgendwo da das dazu? Ich kann das gleiche System anwenden wie bei SAP, hier mit dem 5-Punkte-Plan. Das kann ich alles machen, werde ich jetzt hier nicht wieder folgen, wiederholen, weil ich will euch was anderes zeigen. Eine Aktie, die so extrem gefallen ist wie SAP, da ist der Schock so groß, die wird nicht gleich korrigieren. Eine Aktie wie diese hier, die während des Tages fällt, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mal wieder korrigiert, relativ hoch. Was ich dann mache, ich gehe auf den 4-Stunden-Chart. Das kann man auch in der Stunde machen, aber ich möchte es am 4-Stunden-Chart erklären. Das ist der Tag, an dem es runterging bis hierhin. Das Erste ist, ich habe auch eins gemacht. Ich habe mir hier, bitte nicht lachen, bei ziemlich genau 50, 10, nochmal, 10, 1, 0 Aktien gekauft. Das ist das, die Leute, die meine YouTube-Filme sehen, die wissen, wie ich das meine. Das sind diese sogenannten Schnüffelstücke. Ich kenne andere, die haben das mit 3 gemacht. Das ist das gleiche Prinzip. 10 Aktien ist nicht viel. Aber wenn diese 10 Aktien 10 Euro fallen, sind es schon 100 Euro. Und ich schwöre euch eins, wenn ihr 100 Euro auf dem Gehweg findet, freut ihr euch auch. Deswegen, ich bin in dem Moment, in dem ich diese habe, auch wenn es nur 10 Aktien sind, bin ich da viel mehr mit involviert. Ich lese den Chart anders. Ich beobachte, ach guck mal, da war doch eben Kaufkurs drin. Wieso ist denn der nicht mehr da? Wieso kommt da so ein Druck rein? Und so weiter. Das ist, ich bin näher dran. Weil wenn ich hier nur hinschaue, dann schaue ich vielleicht mal alle 10 Minuten hin oder alle halbe Stunde. Ich bin nicht wirklich dabei. Durch die
Hereinnahme von so einer Mini-Position, Schnüffelstücke, Döner-Trade, Pizza-Trade, nennt wie ihr es wollt, bin ich eher mit involviert und kann damit mitmachen. So, das ist jetzt also der 4-Stunden-Chart. Es ist die gleiche Herangehensweise mit den 5 Punkten. Bei 4 Stunden lasse ich noch mit mir reden über die Bänder, aber in der Stunde ist das ein bisschen zu eng. Die Bänder, ich mache es jetzt mal ein bisschen eher zusammen, dass man das nochmal sieht. Die Bänder auch hier, die kippen dann erst hier ein. Das ist diese Kerze hier. Und die gefällt mir deswegen, die gefallen mir beide recht gut, weil diese eine Kerze hier, die korrigiert eine und zwei. Und am nächsten Tag wird es nochmal klein bestätigt. Wir haben auf dem zweiten Support aufgesetzt. Auch hier habe ich mir im Vorfeld dann schon Scheine rausgesucht. Das weiß ich noch, das war in dem Fall ein 36,5. Habe ich mir rausgesucht und da muss man einfach die Geduld haben, ne? Und sagen, okay, wann kommen denn solche Signale? Weil lang, kurz, kurz. Sind wir hier? Hier kommt das Kaufsignal über Stochastik. Sind wir hier am Anfang? Ja? Also da hatte man die Möglichkeit, was zu kaufen und nach oben zu machen. Und dann kann ich nehme jetzt den einen Punkt vorweg, dann kann ich mir das mit diesen Calls hier machen. So habe ich das also gemacht. Ich habe hier einmal diese 10 Aktien gehabt, aber die haben mir nicht so wehgetan. Aber hier habe ich dann die Calls gekauft mit der Basis knapp hier unten drunter, 36,5. Das ist eine Möglichkeit. Aber wenn ich jetzt die Aktie habe und vielleicht war ich draußen, mit dem Hund draußen, die Kinder wegbringen beim Zahnarzt, einkaufen oder was auch immer und komme wieder, habt ihr auch hier die Möglichkeit, diese Fence Position zu machen. Sagt einfach, okay, das Kind ist im Brunnen gefallen, jetzt fahre ich das erstmal fest und warte auf so eine Korrektur hier, bis die hier kommt. In diesem Fall würde das ungefähr gewesen sein von 55 hoch bis zur 67. Auch hier habt ihr den Verlust erstmal eingeloggt. Aber jetzt könnt ihr auch mit dem Hund rausgehen, kochen, Kinder holen, Zahnarzt gehen, was auch immer. Wenn die Aktie fällt, verliert ihr in der Aktie, aber ihr gewinnt an dem Put. Und da gibt es noch genügend Putz hier oben. Also das ist nicht so wie bei SAP, dass der so weit weg liegt, sondern er liegt relativ nah dran. Und erst wenn das hier kommt, diese Geschichte, könnt ihr den Put wieder auflösen und entweder die Aktie so laufen lassen, wie sie ist, ohne noch was zu machen, oder einen Call dazu kaufen oder zwei, je nachdem, wie bereit ihr dazu seid. Aber das ist eine Geschichte, es ist wichtig, den Kopf frei zu kriegen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als morgens reinzukommen und die Aktie oder was auch immer ist 25% tiefer. Deswegen hier auch den Verlust erstmal festgeschrieben und dann, okay, jetzt gucken wir uns das jetzt mal ein paar Stunden an. Das sind jetzt hier, ich glaube, 3 Tage oder so, also 2,5 Tage, bis überhaupt mal wieder eine Korrektur kommt. Und wie gesagt, das ist anders. Auch hier erstmal nur bis, das ist jetzt der 20er gleitende Durchschnitt auf 4 Stunden Basis, eine Kerze 4 Stunden. Ich direkt mal schauen, wie waren das hier mit dem Zip. Ja, da sind die noch nicht mal rangelaufen bis zur 20-Tage-Linie, aber das ist grundsätzlich erstmal das Ziel. Aber sie sind dann hier über diesen Widerstand gelaufen, weil ich weiß, die 50 wurde ziemlich heftig umkämpft. Das hat lang gedauert, bis er da durch ist. Aber das soll euch halt dahingehend bringen, lockt den Verlust ein, dann ist euer Kopf erst so ein bisschen ruhiger. Tatsächlich passiert sogar Folgendes, dass ihr sagt, ach siehst du, die Aktie geht weiter runter. Puh, ein Glück bin ich nicht dabei. Das ist so ein, ja, das ist so ein Relief of Pain, sagen wir es mal so. Und somit könnt ihr das angehen, dass euch das in diesen ruppigen Marktphasen hilft, weil hier wird nicht jeder irgendwie vorne liegen. So, und jetzt gucken wir mal, ob es dazu noch irgendwelche Fragen gibt. Ich sehe keine hier, Edda. Nee, es sind im Moment keine. Also das waren jetzt mal ein paar ganz klasse Tipps, wie man Verluste festschreiben kann, um dann mit dem Hund rauszugehen, zumindest in Ruhe. Putz kaufen und vor allen Dingen, mein Wort des Tages wird, glaube ich, Schnüffelaktie. Und das ist genau der Moment, um jetzt dem Christian Fragen zu stellen zu diesen beiden Strategien, die eine bei Overnight Verlusten und die andere bei Intraday-Drops, nenne ich es jetzt mal. Nee, ja. Da kommt aber nichts. Es gibt viele, ich habe auf YouTube habe ich einen kleinen Film gemacht, der heißt Repair Strategy. Es gibt ganz viele, jetzt muss ich nochmal, wo habe ich jetzt das Optionsding hin? Es gibt viele Möglichkeiten, was man machen kann über die Optionen, aber das würde jetzt den Rahmen erheblich sprengen. Was ich zum Beispiel also auch sehr, sehr gerne mache, wenn mir sowas passiert, dass während des Tages mir die Aktie wegläuft, ich kann natürlich einen Put kaufen, also angenommen, ich habe 100 Aktien, dass ich dann eben den Gegenwert von 100 Puts kaufe. Ich kann aber auch 200 machen. Dadurch habe ich eine Position, die nennt sich Straddle oder Strangle, je nachdem.
Das heißt, ich verdiene sogar nach unten noch Geld, aber das erfordert A, Erfahrung und B, weise Voraussicht über das, was der Kurs machen kann. Ganz wichtig in dem Zusammenhang, eine Aktie, die 25% oder 20% am Tag verliert, ich komme mich auch mal reinmachen wieder, ne? Ja, komm mal wieder, ja. Ja, ich komme wieder. Eine Aktie, die 25% am Tag verliert, die wird nicht gleich korrigieren. Da ist so viel schlechte Stimmung im Wert, das wird dauern. Eine Aktie, die während des Tages mal verliert, die tendiert eher mal dazu, eine Korrektur zu machen. Here we go. Nein, aber du scheinst alles rundumfänglich erklärt zu haben. Also ich schicke auch nochmal einen Screenshot von dem Bild mit der Link zu der Aufzeichnung von dieser Session. Und auch nochmal einen Link zu tatsächlich diese Optionsposition, die man ja auch mit Scheinen nachstellen kann. Also das muss man ja nicht mit Eurex-Produkten machen. Schicke ich auch nochmal mit, an denen die tiefer erklärt werden. Oh ja, das ist gut, ja. Mit K.O.-Scheinen kann man ganz schlecht Straddles oder Strangles machen. Das geht, aber es ist schwierig. Das ist ganz schwierig. Aber Optionsscheine? Optionsscheine sind da besser. Genau, das meinte ich jetzt auch mit Scheinen, genau. Okay, Christian, vielen, vielen Dank für deine Expertise und deine Zeit heute an diesem bemerkenswerten Montag. Das Schlusswort gehört dir und ich wünsche allen schon mal eine möglichst friedliche und möglichst erträgliche Börsenwoche. Schlusswort ist dann vielleicht auch, danke Edda, vielleicht noch folgender Hinweis, während des Tages gibt es hier momentan genügend Möglichkeiten, wo man nach oben oder unten spielen kann, jetzt was den Index angeht, aber auch einzelne Werte. Ich persönlich halte keine Übernachtpositionen, weil ich weiß nicht, ob wir morgen reinkommen mit plus oder minus 500 Punkten. Ich habe keine Ahnung und dem Risiko setze ich mich nicht aus. Während des Tages gibt es verschiedene Möglichkeiten. Darf ich das vielleicht ganz kurz noch zeigen, Edda? Klar. Das ist nur, dass die Leute wissen, was ich meine mit Möglichkeiten. Das ist jetzt der DAX. Das ist keine Kaufempfehlung. Ganz klare Geschichte, weil das Ding ist schon wieder gelaufen. Kurz bevor wir eben gesprochen haben, als wir angefangen haben, das ist der 10-Minuten-Chart. Wir waren hier in der Seitwärtsphase, wir kommen von oben runter, wir haben ein heftiges Gap wieder und dann kommt dieser Hammer aus dem Band raus, ins Band rein. Das sind dann so Geschichten, das probiere ich, das kaufe ich, lege aber den Stopp auch gleich hier runter. Und während wir hier gesprochen haben, ist der hier irgendwo verkauft worden, da irgendwo. Also von daher war das eben eine sehr schöne Sitzung für mich. Aber das sind solche Geschichten, das kann man machen. Ich weiß nicht, wie sauer ich geworden wäre, wenn ich hier was gekauft hätte und komme dann rein und wir sind mit minus 500 Punkten. Das ist schwierig. Also deswegen, Leute, bleibt klein und nutzt den Tag und nicht die Nacht. Gutes Schlusswort, gute Empfehlung. Danke dir. Also alles, alles Gute. Tschüss.